Im Namen von Gott, unserem Vater, im Namen von seinem Sohn Jesus Christus und im Namen vom Heiligen Geist. Amen. Schön, dass ihr, dass Sie heute mitfeiern am Pfingsten. Pfingsten auf Fränkisch in Mundart, das haben wir noch nie gefeiert, aber es passt eigentlich wunderbar. Weil es heute gerade um die Geschichte geht, wo der Herrgott an jeden seine eigene Muttersprache gibt. Er bringt zwar damit einiges durcheinander, aber er zeigt uns Menschen seine Grenzen, unsere Grenzen auf. Jeder hat seine Sprache. Wir reden Fränkisch. Wir dürfen in unserer Muttersprache zum Herrgott beten. Wir dürfen mit Liedern loben und wir wollen auf sein Wort hören, damit es uns zu Herzen geht. Das darf Pfingsten passieren. Dort und so schenkt er uns seinen Heiligen Geist. Wunderbar, dass wir das miteinander feiern dürfen. Heute in dem Gottesdienst, in der Dreieinigkeitskirche in Lichtenau und jeder daheim, wo er das einfach anschauen kann, wie er will. Für den heutigen Gottesdienst sind etliche neue Lieder entstanden. Sie kennen den fränkischen Psalter und der fränkische Psalter, den brauchen wir heute schon auch, aber eigentlich brauchen wir bloß für die Kyrie-Rufe und fürs Glaubensbekenntnis und fürs Vaterunser. Ansonsten sind die Lieder aus dem künftigen zweiten Band vom fränkischen Psalter, der gerade in Vorbereitung ist. Und die Lieder, die können Sie sich downloaden. Auf der Homepage von der Evangelischen Kirchengemeinde, Sie finden es auch im Video dann selber, evkili.de, da haben wir das hinterlegt bei den Gottesdiensten. Da gibt es ein Liedblatt, das Sie auch mitsingen können, daheim und da in der Kirche. Weil den Gottesdienst, den zeigen wir nämlich am Pfingstsonntag um 9:30 Uhr auch hier auf der Leinwand, dass wir das erste Mal wieder in der Kirche langsam feiern können. Da freuen wir uns jetzt drauf und wir freuen uns auf einen wunderbaren Gottesdienst, wo uns Gott mit seinem Heiligen Geist beschenkt, dass wir loben und singen und beten und feiern können. Amen.
dass unser Gott gut mit uns macht und dass er barmherzig ist, das wissen wir alle. Aber wir wollen es für uns ganz gewiss machen. Und darum bitten wir ihn um seinen Namen. Und das machen wir, indem wir dreimal was beten. Und dann, wenn wir hören, wir beten dich um, dann singen wir aus dem fränkischen Psalter das Lied Nummer 69. Lieber Gott, erbarme dich über uns. Wir beten. Unser Himmel, Vater, du hast alles durch dein Wort geschaffen. Du sagst es und es geschieht. Und dein Heiliger Geist macht alles lebendig, in uns und um uns. Gott, unser Schöpfer, wir beten dich um.
Im zweiten Kapitel vor der Apostelgeschichte erzählt der Lukas vom Pfingstwunder. Wie es jüdische Pfingstfest angefangen hat, waren die Jünger wieder all beieinander. Auf einmal hat man vom Himmel her am Motz gewerkelt. Das hat sie angehorcht wie ein gescheiter Sturm. Dazu haben sie lauter kleiner Feierzungen gesehen. Die haben sie auf einem jeden vor ihnen niedergelassen. So sind sie alle erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und haben in seiner Kraft auf einmal in ganz fremder Sprache reden können. Jetzt waren zu dem Fest viel frommer Juden von überall her auf Jerusalem gekommen. Wie sie das Gewerk gehört haben, sind sie all hergelaufen gekommen und sind erschrocken, als er jeder in seiner Sprache reden hat hören. Sie haben sie bloß nur wundern können, haben sie gefürcht und gefragt, wie können das jetzt sein? Die Leute kommen doch all bloß von Galiläa. Wie kann es denn das gehen, dass wir es all in unserer Muttersprache reden hören? Dabei kommen wir doch von überall her, von Asien und Arabien, aus der Türkei und aus dem Irak, vom Mittelmeer und vom Schwarzen Meer, sogar von Nordafrika. Und doch hört er jeder von uns in seiner eigenen Sprache, wie die Leute erzählen, was der Herrgott Wunderbares da hat. Gar kein Rat haben sie sich gewusst und einander gefragt, was ist denn das bloß? Was soll denn das bedeuten? Andere haben ihren Spott getrieben und gesagt, macht euch nichts draus, die sind bloß besoffen. Da sind die Apostel aufgestanden und der Petrus hat laut zu den ganzen Leuten gesagt, horcht einmal all miteinander her. Ich kann euch erklären, was da passiert. Die Männer sind nicht besoffen, wie ihr meint. Es ist ja erst früher um neiner. Na, jetzt geschieht das, was der Prophet Joel schon lang vorausgesagt hat. In die letzten Tage, sagt der Herrgott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Euer Buben und Madli werden reden, wie es noch der Herrgott eingibt. Euer junger Leid werden sehen, was nur kein Mensch gesehen hat. Und das, was euer alten Leid Drama, wird was zum Bedeuten haben. Allen, die mir dienen, will ich mein Geist geben, dass wie die Propheten das so, was na ich auftrug. Am Himmel und auf der Erde wird man mein Wunderzeichen sehen. Blut, Feuer und Rauch. Die Sonne wird sie verfinstern und der Mond wird scheinen so rot wie Blut, bevor der große durchkommt, an dem ich die Welt richten werde. Wer neu in Norma vom Herrn ruft, der wird durchkommen. Unser Evangelium, das war heute auch vom Lukas, aber aus seiner Apostelgeschichte, aus dem zweiten Teil von seinem Evangelium. Und auf die gute Nachricht, auf die antworten wir, indem wir unseren Glauben miteinander bekennen. Aus dem fränkischen Psalter auf der Seite 31 sprechen wir miteinander das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an einen lebendigen Gott. Er ist der Vater von uns alle. Das Weltall hat er aus lauter Liebe gewollt und geschaffen. Ich glaube, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Er hat uns mit dem, was er gesagt und da hat, mit seinem Leiden und seinem Auferstehen zeigt, wie gut, dass der Himmelvater mit uns mahnt. Und er hat uns zeigt, wie wir wahrhaftige Menschen werden und wie aus unserem Leben was wird. Dazu hat er uns seinen Geist gegeben, der immer bei uns ist und uns zusammenhalten lässt in seiner Kirche. Der hilft uns beim Beten und beim Vergehen und dass wir sein Wort aus der Bibel verstehen. Und weil Jesus so unter uns lebendig bleibt, drum haben wir keine Angst vorm Sterben, sondern freie uns aufs ewige Leben bei Gott. Amen.
Der Heilige Geist soll bei dem dabei sein, was ihr hört, bei dem, was wir reden und bei dem, was wir alle draus machen. Amen. Amen. Liebe Gmar, da in Lichtner und im Internet. Wir Menschen müssen immer wieder was Neues ausprobieren und lernen. Von Anfang an und unser ganzes Leben lang. Mit dem Schnaufen und mit dem Trinken fängt es an. Und bis so ein kleines Menschler richtig laufen, reden und noch viel andere Sachen kann, probiert's, lernt's und schafft's, weil jeden Tag was Neues. Nie mehr in unserem Leben lernen wir Menschen in so kurzer Zeit so viel wie in die ersten Jahre. Kein Wunder, dass sich so ein Kind denkt, ich schaff alles, wenn ich nur will. So will man aber immer mehr schaffen. Zuerst die Schule, in Führerschein und einen gescheiten Beruf, schöner Reisen, ein eigenes Haus und noch viel mehr. Immer ein wenig mehr, ein wenig besser, ein wenig höher soll's gehen in unserem Leben. Drum sind wir auch selten zufrieden mit dem, was wir geschafft haben. Im Beruf soll der Job bald ein Chefposten drin sein, die Reisen müssen immer weiter fortgehen und das Haus muss es schönst vor der Straße sein, dass die Leute auch bewundern, vielleicht sogar ein Neidler kriegen. Sogar beim Sport kommen sie nicht wirklich über seine Leistung freier. Na, da muss man schon trainieren bis zum Umfallen. Vielleicht langt's noch doch zum Profifußballer oder gar auf Siegertreppler bei Olympia. Hast du gewusst, dass das Motto vor den Olympischen Spielen erst 1894 erfunden worden ist? Der Dominikaner Pater Henri Didon, der hat nämlich für seine Schüler in seinem Internat so ein Motto halt finden wollen, natürlich auf Lateinisch. Er hat praktisch das erfunden, was jetzt heute immer bei uns so propagiert wird, höher, schneller, weiter. Aber ein paar Jahre später, zu den Olympischen Spielen in England worden, ich glaube auch 1908, da hat ein Bischof aus England dagegen gesagt, das Gewinnen, das ist nicht das Wichtigste, sondern dass man dabei ist und sein Bestes gibt. Naja, aber du hast schon recht, irgendwie steckt es in uns Menschen doch so arg drin, mit dem Gewinner wollen und dass wir nie zufrieden sein mit dem, was wir geschafft haben. Und wir wollen ja immer mehr. Sobald was geschafft ist, denkt man schon dran, was als nächstes kommt. Nie ist man zufrieden mit dem, wie es ist. Wir mahnen, dass die viel erreicht haben, ein glückliches Leben führen. Aber das Verrückte ist, die sind wirklich unglücklich. Das haben Psychologen herausgefunden, dass je mehr das eine Familie hat, desto größer ist die Unzufriedenheit. Auf unserer Erde werden ja immer noch Hochhäuser gebaut. Bald jedes Jahr werden zwar neue Fälle. Die höher sind als die anderen und in Dubai steht inzwischen der höchste Turm mit 830 Meter. In der Wirtschaft geht es bloß ums Wachstum, ohne dass einer fragt, wer am Ende die Rechnung zahlt. Alles mobiliger, optimiert, schneller, dass da dabei nichts besser wird oder die Wohnung eine Qualität hat, das sieht man am traurigsten bei unseren Krankenhäusern und Pflegeheimen. So kann es eigentlich nicht weitergehen. Gibt es denn da nichts, was man machen kann? Kann der sich dagegen stellt? Ja, das stimmt. Wir Menschen, wir wollen halt immer hoch hinaus und nie sind wir zufrieden. In der Bibel gibt es da eine ganz alte Geschichte, da steckt viel Wahrheit drin. Und die ist ein Predigtext für Pfingsten. Sie steht im 1. Buch Mose im 11. Kapitel. Damals haben all die Menschen nur einen einzigen Sprachcode. Die hat er jetzt verstanden. Und wie im Noah seine Buben von Osten auf Westen weitergezogen sind, sind sie in eine Gegend gekommen, die war ganz ihm. Da hat es nicht gefallen. Da bleiben wir jetzt, haben sie gesagt. Da gibt es alles, was wir zum Bauer brauchen. Ein Lama, von dem, wo wir Backstab brennen können. Das Holz dazu ist Ador. Und außerdem nur sowas wie der aus der Erde. Der hält unser Backstab zusammen. Hopp. Jetzt bauen wir unser Stot mit einem Turm so hoch, dass seine Spitze bis zum Himmel auflangt.
Nur wenn's all miteinander merken, dass wir die Größten sind und die Besten und die Schlausten, und unser Norma wird bekannt bleiben auf der ganzen Welt. Da hat sie der Herrgott vom Himmel runter einmal umgeschaut, wo's die dort rein. Er hat gesehen, wie weit das schon sind mit ihrem Turm, und hat sie denkt, all helfen's zusammen, all haben's die Selbstsprache, und wenn die ja so weitermachen, denn es lässt all miteinander grot was wollen. Nach mir wird keins mehr fragen, weil sie sich ja selber wie kleiner Herrgott erfüllen. Aber denen werde ich helfen. Ich werde eingehen, dass er jeder sein eigener Spruch hat und dass keiner mehr versteht, was der andere sagt. Nur wird der Maurer ein Surumbauer und der Zimmer muss andersrum und die Architekten können sagen, was wollen. Es versteht sich ja sowieso kein Mensch. Da müssen sie ihren Bau Ball einstellen. Und weil sie jetzt gar nicht mehr gewusst haben, wohin, sind die einen da hingelaufen und die anderen dorthin. Auf der ganzen Welt waren sie verstreut. Der Turm ist nicht einmal halme fertig geworden. Und ich stehe da auch nicht. Und weil sie alleweil rumbabbelt haben, aber kein Mensch hat es verstanden, drum hat man die Stut Babel kassen. Also wenn ihr das richtig verstanden habt, dann haben die Großkopferten von Babylon gemahnt, sie müssen der Welt zeigen, dass sie Berge die Allergrößten sind. Der Turm war für die Menschen ein Denkmal dafür, dass sie alles selber kennen, dass sie den Herrgott nicht mehr brauchen. Das hat der Herrgott gespannt und er hat sich gedacht, ich werde helfen. Er hat ihnen eingegeben, dass er jetzt seine eigene Sprache hat. Die Großkopferten haben anders gewarft wie die Kleinen, die Kapos anders wie die Maurer, die Schwarzen anders wie die Weißen und die von drüben anders wie die von ihm. Die Maurer haben so rumgebaut und die Zimmerlein andersrum und die Architekten haben sowieso alle durcheinander gewarft. So baust du keinen Turm, damals nicht und heute auch noch nicht. Sie haben dann aufhören müssen, alle miteinander, weil keiner hat den anderen mehr verstanden. Nicht einmal die Großkopferten untereinander, die wo so hoch hinaus wollen. Und drum ist die Geschichte auch heute immer nur aktuell. Man merkt es ja schon, wenn wir das so erzählen. Der technische Fortschritt in den letzten 200 Jahren hat uns übermütig gemacht. Die Menschheit bildet sich ein, dass alles können, dass kein Herrgott mehr braucht. Wir haben alles im Griff und wir können alles beherrschen. Von der Atomkraft bis Corona, von der Gentechnik bis zum Klima, als Leben und den Tod. Wir schaffen Leben im Reagenzglas, züchten neue Organe oder klonen sogar Menschen als Ersatzteilspende. Und dann wollen wir das Leben human zum End bringen, wenn es uns nicht mehr der Wert scheint. Oder wenn wir zu arg leiden will. Das Verlangen und Streben, dass der Mensch immer besser sein will als die anderen und am Ende nur besser als der Herrgott, das steckt schon immer in uns drin. Das stimmt. Ich kann alles schaffen, wenn ich nur will, sagt das Kind. Und eigentlich ist das ja gar keine schlechte Einstellung. So wird es erst möglich, dass wir weiterkommen in unserem Leben, dass immer wieder was Neues erforscht wird. Allerdings, schon ein ganz kleiner Mensch muss damit fertig werden, dass es Grenzen gibt. Zuerst werden sie dann vor seine Eltern gesetzt, weil die wollen, dass ihnen nichts passiert. Sie wissen ja, dass das Kind schnell über die Straße laufen kann, aber das Auto hochkommt, das merkt es nicht. Das Kind wird trotzdem immer wieder probieren, was verboten ist. Es trägt ganz fest seine Augen zu, weil es mahnt, dass es bloß das gibt, was sehen kann. Und wenn niemand da ist, dann gibt es auch niemanden, der ihm was verbieten kann. So langt's halt schnell drauf, auf die Haserherdplatten und verbrennt sie sein Fingerli. Ist das nicht bei den Großen oft gerade so? Die meinen, dass besonders gescheit sind, wenn sie sagen, ich glaube bloß das, was ich sehen kann. In Herrgott kann niemand sehen. Also gibt es ihn auch nicht. Drum brauche ich mich auch nicht nach ihm richten. Also muss man sich selber seine eigene Welt schaffen, so wie es einem selber am besten passt.
Da braucht man aufnehmen morgen. Nicht auf den Herrgott und nicht auf die anderen Menschen. Und schon versteht man einander überhaupt nicht mehr. Lebt und erbet bloß nur Gächer einander. Und weil ja jeder bloß nur auf seinen eigenen Willen aus ist, kann nichts Gescheites dabei rauskommen. Der Turm, der bis in den Himmel aufgehört sollen, der ist ja schon längst zusammengefallen. Und wenn das, auf das wir uns ganz fest verlassen haben, zusammenfällt wie ein Kartenhaus, dann können wir Menschen das überhaupt nicht vertrauen. Ob es um die Politik geht oder ums Geld, um den Beruf, ums Privatleben oder um die eigene Gesundheit oder auch für die anderen. Wenn da was im Buch runtergeht, sieht man sich erst einmal gar nicht mehr aus und versteht die ganze Welt nicht mehr. Was hat die Corona-Pandemie nicht schon alles durcheinander gebracht und einstürzen lassen, vor dem wir glaubt haben, dass ganz sicher ist und auch bleibt. Auf einmal ist wieder was gefragt, für das wir im Fränkischen gar keinen richtigen Ausdruck haben. Die Demut. Fürs Gegenteil, das ist der Hochmut, da schon. Da bildet sich aber zu viel ein, mahnt, er ist größer und besser wie die anderen und kann sich alles leisten. Die Demut dagegen was? Ich bin ein Mensch. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ein Mensch, der viel schaffen kann, weil er vom Herrgott die Gorn dazu gekriegt hat. Aber auch ein Mensch, der nicht alles machen kann, was er sich einbildet. Wir dürfen und wir sollen im Herrgott seinen guten Garn nutzen, so gut wie es geht, aber eben dabei unsere Grenzen einhalten. Die Leute in Babel haben ja auch mit den Backsteinen Häuser gebaut, dass die Menschen drin leben können. Aber dann haben sie sich halt drüber hinaus den Turm einbildet, der für nichts gut war, wie dass ein paar Großkopfer damit umgehen, auf die anderen noch schauen und ein wenig Herrgott spielen können. Und das ist heute noch nicht anders. Arznei kann vielen auch helfen, dass sie besser leben können. Wenn dieselbe Arznei aber in die falschen Hände kommt, kann es eben vergiften, umbringen. Es hat schon seinen Sinn, dass wir beten für uns nicht in Versuchung. Und dass beim Impfstoff gegen Corona zuerst einmal ums Geld geht und dann um die Menschen, das lässt mich schon schaudern. Aber gerade in schlechten Zeiten zeigt sich der Charakter von einem Menschen besonders deutlich. Und da gibt es halt viele, die bloß an sich selber denken. Wir sehen, dass auf der Welt immer mehr Superreiche und immer mehr Arme gibt. Wir sehen, dass unser Klima anders wird und jetzt schon Millionen nicht mehr da leben können, was ihre Heimat ist, weil die Gletscher schmelzen, die Fisch weg sind, das Wasser und der Regen ausbleiben oder weil der Wasserspiegel steigt. Wir haben gemeint, dass wir alle Krankheiten beherrschen können und dann kommt Corona. Es kommt halt irgendwann der Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, wo wir Menschen Zeit kriegen, wo unsere Grenzen sind. Aber der Herrgott braucht dafür gar kein Donnerwetter. Er lässt uns einfach weiterlaufen, bis wir selber merken, dass es so nicht mehr weitergeht. So wie in Babylon. Er lässt es machen in ihrem Wahn. Was dann passiert, ist ja nicht bloß, dass ihr Sprache nicht mehr verstehen. Na, sie werden innerwendig und als Gmach auseinandergerissen. Und sie fürchten sie voreinander und vor den großen Katastrophen. An Pfingsten in Jerusalem, da ist gerade anders schon geschehen. In Babylon, da haben sie die Leute beim Herrgott einmischen wollen und sind dabei gescheit auf die Nosen gefallen. An Pfingsten dagegen in Jerusalem, da kommt der Herrgott zu den Menschen und mischt sie mit seinem Geist ein in die Welt. Und das ist ein Grund zum Feiern. Der Heilige Geist lässt uns drauf schauen, wie gut, dass der Herrgott mit uns mahnt. Er will uns stark machen und aufhelfen, wenn wir ganz drunten sind. Wie die Jünger,
die zuerst wahrscheinlich voller Angst da gestanden sind. Durch den Heiligen Geist haben sie sich traut und vor all die vielen Menschen das Evangelium verkündet. Und der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass die das auch verstanden haben, egal wo sie hergekommen sind. Nur mehr, sie haben begriffen, dass alle zusammenkommen als Kinder vom einen himmlischen Vater. In der Apostelgeschichte wird erzählt, dass nach Pfingsten die Leute durch die Kraft vom Heiligen Geist zusammengehalten haben, wie niemals davor. Keiner hat mehr darauf geschaut, dass er selber möglichst viel zusammenramscht, sondern auf das, was die anderen brauchen. Alles haben sie miteinander geteilt, haben einander geholfen. Und keiner hat Angst haben müssen, dass er zu kurz kommt. Am Pfingsten macht uns Gott ja wirklich ein Riesengeschenk. Weil sein Heiliger Geist lässt uns ganz neu anfangen. Der Heilige Geist schafft, dass wir den Herrgott wieder verstehen. Und er sagt als erstes zu uns: Ich hab euch doch so arg gern, dann braucht ihr euch von nichts fürchten. Ihr braucht keine Angst haben, dass er zu kurz kommt, dass andere was besser kennen oder mehr haben. Ihr braucht euch auch nicht verrückt machen, dass er einmal nicht mehr weiterkommt, wenn er merkt, mehr geht einfach nicht mehr. Ihr müsst nicht alles kennen. Es langt schon, wenn er das macht, was er kennt. Für was euch der Heilige Geist seine Gaben austeilt hat, das ist das, was er einsetzen kennt. Was wollt denn immer mehr, was er gar nicht kennt? Und dann schenkt er euch das, was auf Fränkisch halt gar nicht gibt, die Demut. Das heißt dann in unsere Dorf, bescheiden und zufrieden sei, dass wir einander haben, dass wir gesund bleiben haben dürfen und dass wir unsere eigenen Grenzen sehen. Vor der ersten Gemeinde der Apostelgeschichte haben wir ja gehört, dass das Wichtigste war, dass sie zusammen sein haben können, dass sie das Abendmahl gefeiert haben und miteinander betet haben. Wir können im Moment bloß eins noch in Freiheit da beten. Zusammen sein dürfen wir nicht, wie wir es gern täten, gerade in der Kirche, und das Abendmahl, das fehlt uns auch gescheit. Wer hätte sich das gedacht, dass wir bei den einfachsten und doch wichtigsten Dingen für unseren Glauben mal so eingeschränkt sind wie jetzt? Aber wenigstens das Beten können wir uns nicht nehmen und das lassen wir uns auch nicht nehmen. Darum beten wir, dass die Krankheit und der Staat uns nicht mehr lang hindern dürfen, dass wir wieder feiern, das auch mal feiern können. Beim Gebet hilft uns der Heilige Geist. Sonst verstehen wir uns und unsere Welt bald selber nicht mehr. Der hat es ja am Pfingsten auch geschafft, dass all die Leute einander wieder verstanden haben. Und jetzt da bei uns will er es gerade so machen. Im Großen und im Kleinen. Wenn Leute gar nicht miteinander auskommen können und bloß nur übereinander reden, will nicht der Heilige Geist seine Kraft geben, dass sie wieder miteinander reden können. Meistens bedeutet es aber zuerst, dass einander richtig zuhören und nicht bloß drauf aussehen, dass das letzte Wort und Recht behalten. Es ist doch so schwer, wenn es heißt, wir reden wieder miteinander und hören einander zu, in der Familie, unter Nachbarn und Kollegen, in der Gemeinde und auch in der Kirche. Weil gerade da gibt es ja immer nur viel Streit zwischen verschiedenen Gruppen und Konfessionen, weil jeder meint, dass es besser ist wie die anderen. Dabei können wir doch alle zusammen, weil wir alle miteinander zu unserem einen Herrn gehören. Ja, wir brauchen einen Heiligen Geist, der verbinden will, was zerrissen ist und immer wieder die Kraft schenkt, dass wir neu anfangen können. Der Herrgott will uns schenken, seinen Heiligen Geist. Drum können wir gar nicht anders wie immer wieder beten: Komm, Heiliger Geist, und kehr ein bei uns. Ja, das Beten ist das Wichtigste. Darum beten wir einfach. Lieber Gott, schenk uns durch deinen Heiligen Geist
dass wir wieder unseren Kerchgang haben dürfen. Dass wir mit dir Abendmahl feiern können und nicht aufhören, dass wir zu dir beten. Komm und mach uns bis oben hin voll mit deiner Liebe, mit deinem Vertrauen, mit Geduld und Demut. Amen. So soll es sein. Amen. Jetzt wollen wir miteinander und füreinander beten. Herr, unser Gott, schick uns deinen Heiligen Geist, dass er uns stark macht im Glauben und froh in der Hoffnung, dass er uns aushalten und nicht vor dir auffallen lässt, wenn schwer kommt. Wir beten, komm, Heiliger Geist. Schick deinen Geist, der die Freiheit bringt, zu den Menschen, die sie nimmer an ihrem Leben frei erkennen und mahnen, dass ihnen das Lachen für immer vergangen ist. Wir beten, komm, Heiliger Geist. Schick deinen Geist, der verstehen lässt, zu den Menschen, die mahnen, dass Nehmen versteht und zu denen, die andere gar nicht verstehen wollen. Wir beten, komm, Heiliger Geist. Schick deinen Geist, der in Frieden bringt, zu den Menschen, denen die Macht und das Geld wichtiger sind wie das Leben, und zu denen, die leiden müssen unter Gewalt und Krieg. Wir beten, komm, Heiliger Geist.
Schick uns dein Geist, der uns in richtigen Weg weist, für unser Leben, zu den anderen Menschen und zu dir in dein ewiges Reich. Wir beten, komm, Heiliger Geist. Dein Geist will uns aufhelfen, wenn wir schwach sind, und hilft uns, dass wir zu dir beten, wie es recht ist. Dir gehört der Ruhm und die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und miteinander beten wir das Vaterunser. Wir beten das aus dem fränkischen Psalter. Das finden wir auf der Seite 31. Unser Vater im Himmel, dein Name ist uns heilig. Regieren sollst du, was du willst, soll geschehen, im Himmel und da bei uns auf der Erde. Gib uns heil, was wir brauchen zum Leben, und vergib uns unsere Schuld, so wie wir denen vergeben, die uns was odern. Führ uns nicht in Versuchung, aber erlöse uns vom Bösen. Denn du hast das Sohn und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Erfüllt vom Heiligen Geist, von seiner Freude, von seiner Liebe, von Geduld und Demut, so wollen wir jetzt auseinandergehen. Wir gehen unseren Weg, haben aber unter dem Segen von unserem Herrgott. Die Hoffnung vom Himmel soll in dir wachsen, dass immer wieder nachsehen und dein Weg gehen kannst. Die Liebe vom Himmel soll in dir wachsen, dass anderer drohen kannst, wie du selber drohen bist. Die Freiheit vom Himmel soll in dir wachsen, dass zwischen die grauer Star auf deinem Weg auch die bunten Blumen siehst und immer wieder lachen kannst. Der Frieden vom Himmel soll in dir wachsen, dass dasselbe und in anderer gut sei Kunst. So sollte der lebendige Gott segnen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.